Ja, guten Tag. Ich habe meinen Titel tatsächlich in 6 Minuten 40 in die Cloud genannt, weil wir werden jetzt zusammen eine Applikation für die Cloud entwickeln und das wird genau 6 Minuten 40 dauern. Sie werden dabei kennenlernen, dass es nicht so kompliziert ist, Applikationen für die Cloud zu entwickeln, und Sie werden ein paar Werkzeuge kennenlernen, die Ihnen die Arbeit damit wesentlich erleichtern. Stellen Sie sich die Situation vor, dass Sie ein kleines mittelständisches Unternehmen sind, welches Unteraufträge an andere KMUs vergibt, zum Beispiel um Produkte zu veredeln. Wie sieht der Alltag heute aus? Links sitzt ein Mitarbeiter, der das alles kontrolliert, der die Daten aufnimmt. Viel schöner wäre das natürlich, so eine Applikation in die Cloud zu schieben, dass die einzelnen Unterauftragnehmer die Daten selber eingeben können. Ja, wie gestaltet sich das aus technischer Hinsicht, in der technischen Herausforderung? Es gibt ganz viele Programmiersprachen, Frameworks. Vielleicht kennen die Entwickler, die das jetzt programmieren müssen, auch ein paar. Probieren ein bisschen aus, machen kleine Hello World-Applikationen. Das Ganze hört sich nach einem ziemlich langen technischen Entwicklungsprozess an. Sollten solche Applikationen laufen, stellt sich die andere Frage der Wahl der Plattform. Wie sehen die Kombinationsmöglichkeiten auf solchen Plattformen aus? Wie wird das Produkt ausgeliefert? Wie wird es deployed? Wie läuft das dann auf der Plattform? Wie sehen Persistenzschichten für Datenmodelle aus? Wie sieht die Benutzung anderer Dienste aus? Prompt, gibt es dafür Hilfen, schnell und unkompliziert sich nur auf das Geschäftsmodell zu konzentrieren, die Applikation zu designen und auf die Cloud zu bringen? Wie möchten Sie es gerne haben? Schön wäre es, das Datenmodell zu definieren, auf der Basis die Applikation laufen soll, ein bisschen Konfiguration dazu, vielleicht ein bisschen UI, das Ganze automatisch den Code generieren zu lassen, das Deployment automatisch auf eine Cloud-Plattform und es läuft. Wir werden jetzt gemeinsam eine solche Applikation entwickeln, das ist eine Applikation, in der Mitarbeiter von beunterauftragten Unternehmen eingeben können, wer sie sind, von welchem Unternehmen sie sind, an welchem Produkt sie gerade arbeiten, welchen Veredelungsschritt an sie an diesem Produkt machen können, sodass das beauftragende Unternehmen sehen kann, okay, in welchem Status ist denn unser Produkt gerade. Ein bisschen Code. Ich habe gesagt, wir entwickeln heute ein bisschen was zusammen. Es sind 6 Zeilen, die wir jetzt erstmal entwickeln müssen. Das erste definiert das Projekt an sich. Ich habe es Protokoll genannt. Da wird es über Protokollierung, Veredelungsschritte an Produkten gehen. Das zweite ist, wir definieren die Persistenzschicht zur Datenhaltung und ein bisschen GUI-Design. Das letzte, was wir definieren müssen, ist das Datenmodell. Wir haben es mit Personen zu tun, die an Objekten, hier Item genannt, gewisse Aktivitäten zu gewissen Zeitpunkten definieren. Das sind jetzt 4 Schritte gewesen. Jetzt haben wir nochmal 11 Zeilen dazu. Wir haben 16 Zeilen Code, 15 Zeilen Code. Das Tool, auf was das Werkzeug basiert, was wir heute verwenden, nennt sich Spring Roo. Es ist ein Rapid Application Development Tool, speziell für Web-Applikationen. Es ist, so viel kann ich in 20 Sekunden sagen, es ist konsolenbasiert. Wir werden also eine MS-DOS-Box heute mal wieder zu sehen bekommen. Es generiert 100% Java-Code und es ist durch Add-ons erweiterbar. Wenn wir das laufen lassen, Sie haben die 17 Zeilen noch im Kopf, die wir definiert haben, es legt das Projekt an, es legt die Persistenzschicht an, es legt die einzelnen Objektentitäten an und die Datentypen. Das dauert jetzt auch genau so lange, wie lange eben die Kompilierungszeit dauert. Es erstellt automatisch die Java-Sourcen, die Konfigurationsdateien, die nötigen, erstellt automatisch die Java-Server-Pages, die Sie dann als Web-Frontend sehen werden, und erstellt im Hintergrund noch ein paar Aspect-J-Klassen, die werden von dem Tool zur internen Referenz benötigt. So, zuletzt werden wir sehen, es wird ein Datenmodell generiert, eine Directory-Struktur, wie Sie es vielleicht von normaler Web-Applikationsentwicklung kennen. Da befinden sich die Java-Sourcen drin, es befinden sich die Webseiten drin, einige Konfigurationsdateien. Mittels Maven ist das Packaging und das Deployment auf einem lokalen Tomcat-Server sofort möglich. Und wir haben innerhalb von, wie lange hat das jetzt gedauert, knapp 2 Minuten, eine Web-Applikation entwickelt. Hier können Sie jetzt ein imaginärer Mitarbeiter, wir nennen ihn Joe Painter, von einer Firma Airbrush Heaven, gibt sich hier ein, sagt, okay, ich bin gerade an einer Lampe mit einer gewissen ID-Nummer und werde daran jetzt eine Aktivität ausführen. Die Aktivität definiert er gibt das Datum ein, wann er diese Aktivität getan hat, sagt, okay, ich habe die Lampe auf Funktionsfähigkeit gecheckt, habe einen gewissen Veredelungsschritt hier, eine Airbrush-Technik an der Lampe angebracht und habe das Ganze wieder zurückgeschickt. Das Ganze zur Einsicht für das beauftragende Unternehmen, okay, dieser Veredelungsschritt ist gemacht. Das sah schön aus. Aber Sie haben gesehen, das User-Interface war ein bisschen
standardisiert, geht das auch anders. Jeder hat die eigene Look and Feel, Anforderungen der Benutzerschnittstelle. Ja, das ist möglich. Wir tauschen einfach die Definition des User Interfaces aus. Wir nehmen hier mal ein User Interface auf Basis von JSON mit einer JavaScript-Schnittstelle zum Webserver und wir sehen, durch wenige Veränderungsschritte haben wir, das ist jetzt das Beispiel, das Substandard UI5, haben wir ein neues Look and Feel der Benutzerschnittstelle geschaffen. Auch hier kann der imaginäre Mitarbeiter des beauftragten KMUs, Joe Painter, seine Aktivitäten am Veredelungsschritt, was er da tun muss, machen. Wenn Sie aufgepasst haben, wir waren auf einem lokalen Applikationsserver. Ich habe gesagt, wir gehen in die Cloud, 3 zusätzliche Zeilen. Wir bereiten die Applikation für das Deployment auf einer speziellen Plattform vor, Zeile 1. Wir konfigurieren unsere Applikation, um bereit zu sein für die angebotene Persistenzschicht der Cloud und schieben es drauf. Dann ist die Anwendung in der Cloud. Wir haben ungefähr keine 20 Codezeilen gebraucht. Hier, wir benutzen hier dabei die SAP-Nativer Cloud. Den Link da unten, der ist frei. Es gibt kostenlose Lizenzen, um darauf zu entwickeln. Alle möglichen Einführungstutorials, Videos, die Tools und Werkzeuge, die wir gerade zum Programmieren verwendet haben, befinden sich bei den SAP NetWeaver Cloud Labs. Hier finden Sie einführende Tutorials, das gesamte Projekt nochmal zum Nachprogrammieren und Add-ons, die Ihnen erlauben, ganz schnell sich nur auf Ihr Geschäftsmodell zu konzentrieren und die Cloud-Technologie den Werkzeugen zu überlassen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Lust gemacht, Cloud-Applikationen zu entwickeln. Danke für die Aufmerksamkeit.